Das war ja ziemlich heftig im letzten Part. Heute wird's hoffentlich entspannter. Ich bin froh, dass wir diese Mission gefirst tried haben, aber brutal am Ende. Wer es nicht gesehen hat, letzten Part anschauen und mitfiebern. So, wir haben noch ein bisschen was auf dem Strand zu tun. Wir könnten jetzt noch in die Grotte gehen und da die ein oder andere Mission machen, aber hier ist wieder so ein Rabbit, der Bob-Oms irgendwie fürchtet. Diese Pauschalreise war unglaublich günstig. Jetzt weiß ich auch warum. Hier wimmelt es von Bob-Oms. Von Entspannung kann hier keine Rede sein. Würdet ihr wenigstens drei von ihnen beseitigen? Ja, du, das machen wir doch gerne. Ja, dann gibt es heute wieder ein bisschen entspannte Kämpfe, denn Bob-Oms sind halt jetzt nicht die größten Gegner. Das kriegen wir hin. Aber vorerst werden wir Rabbit Peach schön heilen, weil die ist noch angeschlagen vom letzten Part. Auch alle anderen Rabbits haben kürzlich das Zeitliche gesegnet. Und jetzt geht's weiter mit Mario und dem Bob-Omb. Den schmeißen wir auf den Gegner da. Dann ist der schon mal down. Und den da hauen wir auch kaputt. Ach, da hinten ist dieser Bob-Omb, ne? Der ist auch irgendwie gefährlich. Ja gut, aber da kann sich Luigi ja drum kümmern. Ja, Mario haut die da kaputt. Ja, es sind keine schweren Kämpfe. Letzter Gegner. Und geschafft. Ja, diese Welt zu komplettieren ist eine Menge Arbeit. Also in der Story geht es dann erstmal nicht voran. Wir haben so einen Cooldown-Counter gekriegt. Sehr schön. Geiles Item. Wird auch demnächst, glaube ich, sehr nützlich. So, auf der anderen Seite, da war irgendwo noch ein Bob-Omb, oder? Ja, da hinten. Mit vier Gegner. Ich glaube, das bedeutet die Nummer, die auf den Gegnern da drauf sitzt. Ich dachte einen Moment, das seien die Level, die Stufen. Aber ich glaube, es sind die Anzahl an Gegner. Ja, nee, da stehen drei Gegner. Ja, dann sind es doch die Stufen. Nee, es sind vier. Ach, da versteckt sich noch einer. Okay. Ja, dann nehmen wir wieder den Bob-Omb. Schmeißen wir auf den Gegner da. Und töten den hier. Ja, das sind steile Kämpfe. Nee, bring dich aber nicht selbst, Luigi. Denk nach. Und das war's schon wieder, ja. Das geht schnell, das ist eine gute Mission. Da entspannen wir. Und wir haben einen Powerblock wieder gekriegt. Die sind auch geil, die haben wir im letzten Part auch getestet. Kann man auf die Gegner werfen, machen 250% oder 250 Damage. Und in brenzligen Situationen ist das eine Menge. Wie komme ich eigentlich da hoch? Ach, auf der anderen Seite gibt es eine Leiter. Denn da gibt es wieder eine Erinnerung. Oder so. Die hat Mario auf sein Smartphone gedownloadet anscheinend. Aber sein Smartphone ist anscheinend auch ein bisschen älter. Hat nämlich ein bisschen länger gedauert als moderne Smartphones. Naja, Rabbit Peach hat eins dabei. Ich glaube, Mario und Luigi benutzen sowas nicht. Aber wo ist denn noch ein Bob-Omb? Hallo? Ja, jetzt ist der Strand doch frei von Bob-Ombs. Junge. Sag mir wenigstens, wo Bob-Ombs sind. Ja, wo sind denn welche? Und wie immer ist der Chat auch wieder dabei. Also, falls ihr welche seht, müsst ihr mir das sagen, weil im Moment sehe ich keine. Ich höre auch keine. Yay.
Nö. Und der ist da schon wieder ein Luma. Sind im Urlaub. Ja. Was ist denn dein Problem? MIDI Master, Casting Kracher und Chiptune Macher. Ach, da ist ein Bonbon. Und da ist eine Musikscheibe? Meine beiden Alben sind verschollen und wir müssen sie finden. Ja, die sieht man doch. Ja gut, wir nehmen erstmal den Bob-Omb hier. Dann ist die Chose auch schon mal vorbei. Drei Gegner. Kein Problem. Du sagst es, Mario. Let's go. Okay, die sind jetzt ein bisschen doof platziert. Weil der Bob-Omb ist da hinten. Und es sind vier Gegner. Der ist noch so ein Hase. Ja, gut, dann opfern wir Luigi hier für den Bob-Omb. Du nimmst dir den. Ah ja, und jetzt ist der Schutz weg. Dann holen wir mit Mario die beiden jetzt. Nicht mit der Heldin Sisch, sondern damit. Beide weg. Und nur noch ein Gegner steht. Auf der gegnerischen Seite. Ja, den holen wir uns jetzt ganz schnell. Da fliegen wir mit Rabbit Peach rüber und die müsste dann Easy Kill rausholen. Ja, und down. So geht das. Sehr gut. Damit haben wir die Bomb-Op-Mission geschafft und jetzt holen wir uns die CD. Ach, das ist wieder so eine Schose. Ach, das ist wieder so eine Schose, wo wir die zum DJ tragen müssen. Okay. Ich versuche jetzt mal zu fliehen. Ob das was kostet oder was das genau bedeutet. Ja. Weil ich habe jetzt keine Lust zu kämpfen. Das verbraucht halt einfach zu viel Zeit. Kann sein, dass ich das auch manchmal rausschneide, dass wir dennoch kämpfen. Ich das aber rausschneide. Wir sind jetzt irgendwo anders einfach gespawnt, oder? Sehe ich das richtig? Ja. Ja gut, dann nimm mal die Scheibe. So, bitteschön. Die erste haben wir schon. Die zweite wird da halt von diesem Bob-Omb überwacht. Na gut. So. Er hat jetzt von zwei Alben geredet, ne? Gibt's dafür den Luma oder gibt's noch ein Level dafür? Nicer Beat. Okay, was zum Teufel ist denn jetzt passiert? Auf die Brücke. Okay, let's go. Da war noch ein bisschen Tinte drin.
Fensterzeit-Tinte, oder wie nennt man das? Oh, das ist sogar so eine Battle Stage. Ach, das ist jetzt wieder ein harter Kampf. Da sind wieder diese Katzen überall. Ah, oh boy. Ich glaube, da holen wir wieder Peach rein. Weil Peach schützt halt auch enorm gut, ne? Ja, komm, Ben, du freust dich darüber. Rabbit Peach geht raus. Peach kommt rein. Dem Reflektor. Und dann ist gut. Okay. Ja, dann let's go. Es geht darum, diese Augen zu schlagen. Ich glaube, wir rennen mal dahin, wo keine Gegner sind. Und dann setzt Peach da gleich mal ihre Waffe ein. So. Das sind zwei. Da ist auch ein Gegner, also aufpassen. Wir töten zwei Augen und schützen uns dann, ne? Ja. Luigi? Du kommst auch darüber. Ah, Luigi kann super weit fliegen. Das ist super gut. Denn der Gute kümmert sich um den Feuerdude da. Mario muss leider ein bisschen warten. Komme ich noch an die? Ich könnte Peach noch stärken, das bringt aber nichts. Dann würde ich den da angreifen. Und falls der sich bewegt, genau, kriegt der in der nächsten Runde auch nochmal auf die Fresse. Luigi, du. Luigi macht so schön viel Damage. Du schießt. Ja, wir müssen fast auf den Gegner da schießen, ne? Peach macht noch den Zauber da. Ja, hundertprozentige Wahrscheinlichkeit oder auf den Feuergegner? Naja, der Feuergegner stirbt nicht. Das heißt, er lebt egal wie weiter. Ja, dann auf ihn da. Und dann machen wir auch den Eisenblick. Ich liebe diese Animation von Luigi. So richtig bedrohlich. Und Peach schützt jetzt Luigi. Ah, das gesamte Team. Sehr schön. Ja, und dann können wir zwei Treffer einstecken. Ich weiß nicht, ob das auch für die Statuswerte gilt. Boah, der hat eingesteckt. Ja, Peach ist wirklich nice in dem Spiel. Sie ist in null Damage. Und sie kann nochmal einen Treffer einstecken. Mario auch, kriegt null Damage. Alles gut. Sehr gut, Peach. Sehr, sehr strong. Jetzt nimmt Peach sich hier die nächsten Augen vor. Mit einem Sprung auf Luigi. Müsste das klappen. Um beide Augen zu töten. Sehr schön. So, und dann Reflektor, falls jemand meint, Peach anzugreifen. Sehr gut. So, Mario kämpft da mit dem da. Das ist auch irgendwie cool. Ich liebe diese Inszenierung. So cool gemacht. Aber das ist auch ein Feuergegner. Ich glaube, wir gehen jetzt hier unterstützen.
Ja, mit Luigi gehen wir sogar den Gegner hier umwälzen. So. Und dann haue ich den mal hier so kaputt. Warte, Mario kommt so weit nicht mehr, oder? Nee. Ja, dann Luigi, hol dir noch schnell einen Buff. Weil dann müsst... Vielleicht stirbt der Gegner. Mit etwas Glück. Ah, vielleicht mit Crit, ne? Ja, dann setz ein Item ein. Ich muss den Gegner loswerden. Okay. Weil die große Tigerkatze, die kann sich ja auch nicht weit bewegen. Mhm. Ich glaube, Mario bleibt hier dann. Und Feuer. Greifen die jetzt an? Oh mein Gott, ja, sie greifen an. Aber gut, Mario hat genug Leben. Alles gut. Die Feuergegner oder die Fernkämpfer... Ja, sind nicht wirklich bedrohlich im Moment. Okay, Portale sind allerdings gefährlich. Kann Mario die one-shotten? Nein, kann er nicht. Ich weiß nicht, was da jetzt rauskommt. Aber gut, wir laufen einfach von den Gegnern weg, I guess. Weil wir müssen ja nur die Augen da besiegen. Das heißt, Luigi nimmt jetzt Mario mit. Ja, und Peach springt dann über Mario zu den Augen. So wird das hier jetzt gemacht. Ach, Mario ist nicht in Reichweite. Luigi geht mit rüber. Luigi kann so weit laufen. Wir haben den so krass gemacht. Absolut insane. Und Peach kommt auch rüber. Kann sie von hier aus wieder zwei Augen töten? Sehr schön. Mhm. Sehr gut. Mario bleibt im Schutz. Holt sich den Tiger. Luigi macht Schutz fürs Team. Und dann hole ich mir den kleinen Rabbit da. Der ist nicht ganz tot danach, aber vielleicht mit Crit. Der überlebt. Es war sogar super schlechter Schuss. Naja. Ja, gibt auch nicht viel Damage und wir sind geflüchtet von den Portalen und den ganzen gefährlichen Gegnern. Glaubt ihr, irgendwann gibt es Gegner, die auch heilen? Das wäre mies. Ja, Peach, du bist die wichtigste Person auf dem Schlachtfeld. Ohne dich läuft nix. So. Oh, Mario ist noch so weit weg.
Aber Luigi ist ja da, um zu unterstützen. Und den Bogen-Dude, den knöpfe ich mir jetzt vor. Und Peach macht wieder einen ganzen Teamschutz. Ah, wobei, ist es hier. Da stehen zwei Rabbits und die können Luigi auch treffen. Ja, Heldensicht. Ja, und jetzt schützen wir. Let's go! Ja, die Tigerkatze wollte ich jetzt nicht angreifen. Aber gut. Kein Damage für uns. Greift sogar zweimal an. Und jetzt greift sie sogar Peach an. Aber okay, auch die Statuseffekte haben keine Wirkung, wenn Peach den Schutzzauber ausführt. Richtig gut gespielt. Und jetzt werden wir wieder flüchten. Diesmal springt Peach über Mario zur nächsten Station. Ja. Wie weit kommt Peach? Komm, schaffen wir es noch über die Kisten? Das wäre richtig geil. Nice. Da ist sie auch gut geschützt. Tötet drei Augen. Sind das die letzten? Dann haben wir die Mission geschafft. Ne, es gibt noch ein Auge. Alles klar. Mario kann immer noch Luigi nach vorne hauen. Aber wir kommen diesen Zug noch nicht ans Auge ran. Okay. Kriegst du denn einen Angriff gestartet? Ja. Okay. Immerhin. Ich habe Mario ein bisschen im Stich gelassen, aber okay, der überlebt es schon. Der bleibt jetzt... Hier und macht halt den Sicht. Es fehlt ja nur noch ein Auge und da rennen wir im nächsten Zug hin. Alles kein Problem. So ein Buff. Ah, brauchen wir nicht. Nee. Nee, wir haben auch kein Ziel. Wenn Mario jetzt stirbt, stirbt er halt. Alles gut. Fehlt nicht mehr viel. Das kriegen wir hin. Nicht ein einziger Feuergegner hat uns jemals getroffen. Mega nice. Hilft er? Nee. Noch so eine Tigerkatze, die können auch da rauskommen. Oh mein Gott. Okay, Sprungschanze für Peach. Wobei, kann Luigi so weit... Ja, nicht so weit. Nee, lass lieber... hier hingehen. Dann springen wir da rüber. Dann müsste Luigi das mit dem Bogen auch hinkriegen. Und die Mission ist vorbei. Cool. Sehr coole Schlacht mal wieder. Und Peach war mal wieder MVP. Wir haben die DJ Cheap Tuna
Bibel gekriegt, keine Ahnung. Und die Hasen sind wieder glücklich. Wackeldackel, Oszillatorkater, Mikro-Sound-Clowns und 8-Bit-Sounds. Cheap-Tuner hat den Beat für die perfekte Welle. Ach, kriegen wir jetzt einen Luma? Nice. Danke, ich nenne es Fish and Chips. Jede Menge feuchte Pulsmelo. Ich meine den Spark. Ja, ich finde ihn auch stark. Okay. Okay, cool. Wir haben den Aquaflux gekriegt. Warte mal, sind diese großen Tigerkatzen nicht allergisch auf Wasser? Ist das endlich unser... Ach, der hätte auch Wasser gemacht, okay. Aber wir haben zwei Wasser-Dudes jetzt im Team. Das ist der Unterschied. Ah, der macht Rasereiangriffe zu feuchten Spritzer. Und der macht Spritzschutz. Der andere, der vermindert den Spritzschaden. Hat wer bis jetzt noch nicht. Und schießt mit Hauptwaffen auf Gegner mit dem Spritzeffekt. Okay, Freunde. Ich glaube, das war eine gute Ausbeute für heute. Geile Schlacht mal wieder. Daumen hoch für mehr. Und beim nächsten Mal. Ja, sind wir so mehr oder weniger fertig mit dem Strand? Lass mich kurz mal schauen. Es gibt nur noch wenige Missionen. Es gibt sogar nur noch eine offene Mission. Ah, wobei, da ist auch noch eine. Der Gumba mit dem Topf auf dem Kopf. Ah ja, die hatten wir schon kennengelernt. Bleibt dran. Beim nächsten Mal wird sie da. Oh, ist da eine Rave Party auf dem großen Tisch da? Ja, ich feiere dann noch ein bisschen die Leute im Chat vermutlich auch zu diesem geilen Beat. Und beim nächsten Mal geht's dann wieder an die Arbeit. Man sieht sich. Bis dann und tschüss. Okay, das lasse ich drin.